herzlich willkommen zu Teleshiss, Ihren Einkaufsparadies. Auch heute stellen wir wieder Ihnen die tollsten Produkte vor, mit denen Sie auf Garantie nichts anfangen können. Unser erstes Weihnachtsangebot des Tages kommt aus dem schönen Spanien zu uns und wird Ihre Herzen mit Sicherheit höher schlagen lassen. Und wer wäre nicht besser geeignet, es uns mit seiner südländischen Frohnatur vorzustellen, als Mr. Nietzsche. Ha, Mr. Nietzsche. Buenos Aires und Aloe Vera, liebe Jessie. Guten Abend, liebes Publikum. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Oh, und welch Freude, wieder mit dir zusammenzuarbeiten. Mensch, Jessie, wie du wieder aussiehst. Chica, Wahnsinn. Oh, Schleimer. Ein Charme alter Schule. Was haben Sie denn heute für uns mitgebracht? Señores y señoras, meine Damen und Herren, halten Sie sich fest, ein echter Kracher. Sie werden daran Ihre wahre Freude haben, denn es geht um ein andalusisches Überraschungspaket für einen zünftigen spanischen Abend. Andale, andale! Ja, posa und liebste Nitzke! Sie will das Stier. Liebe Zuschauer, sichern Sie sich noch heute das spanische Spezialitäten-Sortiment Cojones mit verführerischen Köstlichkeiten von der iberischen Halbinsel. Eieieiei, hombre! Ja, verehrte Zuschauer, bei diesem Angebot werden einem die Kastagnetten in der Hose verrückt. Kastagnetten in der Hose, Jessie, du verstehst, knickknack. Unglaublich! Was ganz was Feines in unserem spanischen Spezialitätensortiment Cojones sind die Chorizos. Lecker! Das sind doch diese scharfen Würste vom Schwein. Ja, das scharfe Schweinchen mit der Langwurst. So haben sie mich auch am Strand von Loretta Mar gerufen. Aber das nur nebenbei. Jedenfalls, die Chorizo reift insgesamt 6 Wochen und wird dadurch schön fest und hart. Hier, fühl mal. Uiuiuiui, 6 Wochen und ganz schön hart. Ja, Jessie. Wobei, 6 Wochen, bei mir geht das schneller. Kommt ganz auf an, der Wurst gehandelt. Ich rede mich hier heute noch um Kopf und Kragen, meine Damen und Herren. Volare, volare, rufen Sie jetzt an, meine Damen und Herren. Es sind nur noch wenige 100.000 Einheiten unserer 20-teiligen Spezialitätssortiment aus Spanien. Cojones für Sie da. So, Mr. Nietzsche, was ist das denn hier für ein edler Tropfen? Sagen Sie mal. Das ist ein 2013er Sangria, ein köstliches Erfrischungsgetränk aus den Zutaten Wein, ein bisschen Saft, Likör, Contro und Brandy. Prost, Jessie! Ausgezeichnet! Ach, du sagst es, liebe Jessie. Ein typisches Mr. Nietzsche-Frühstückchen sozusagen. Obwohl, ich würde ja den Saft weglassen. Ja, das glaube ich Ihnen gerne, Mr. Nietzsche. Sie alter Schluckspecht. Habe ich heute einen Lauf, meine Damen und Herren. Habe ich einen Lauf. Und was für einen. Aber Mr. Nietzsche, die Leute zu Hause wollen natürlich nicht nur gute Unterhaltung. Sie wollen natürlich auch etwas über die Produkte erfahren. Mr. Nietzsche, was ist denn das jetzt? Das, liebe Jessie, ist ein traditionelles Trinkgefäß, wo man den Sangria-Stil echt genießen kann. Man kann sich auch in gemütlicher Runde drumherum versammeln und mit Strohhalm das köstliche Nass aufsaugen. Unfassbar! Ja, schau dir das an! Ich bin der König von Mallorca! Rufen Sie jetzt an! Buenos dias, Matthias! Hey! Oh, was ist das, Mr. Nietzsche? Ja, da läuft dir wohl schon die Sangria im Mund zusammen, liebe Jessie, was? Das ist der leckere Serrano-Schinken. Der darf natürlich in unserem 20-teiligen spanischen Gourmet-Sortiment nicht fehlen. So schillernd wie das Meer bei Sonnenuntergang an der Costa Brava. Herrlich! Sensationell! Der Spanier nennt doch den Serrano-Schinken Ramon de Catablanca. Was so viel heißt wie Weißbeinschinken, oder, Mr. Nietzsche? Ja, genau. Meine Damen und Herren, so einen Weißbeinschinken könnte ich Ihnen jetzt natürlich auch am Stück zeigen. Aber ich lasse die Hose mal am besten oben. Zumindest bis die Kameras aus sind, Jessie. Ja, doch zuvor, Mr. Nietzsche. Kommen wir direkt zu unserem zweiten Produkt des Tages, das besonders die Hausfrauen erfreuen wird. Genau, Jessie. Wir präsentieren Ihnen den Fleckwerkmaster der Qualitätsfirma Heckmeck.
unser Angebot des Tages. Und von denen würde ich mir gleich einen halben Liter auf meine Hirnlappen kippen. Wieso das denn, Mr. Nietzsche? Na, wegen meiner schmutzigen Gedanken, die ich immer habe, wenn ich dich sehe. Also, Mr. Nietzsche, das ist mir zu nah. Wir zeigen Ihnen jetzt mal, was der Hack-Mack-Fleck-Wack-Master so Riesiges leisten kann. Und sehr liebe Jessie, du hast da schon was Schönes aufgebaut, sag mal. Ja, liebe Zuschauer, Sie kennen das sicher auch. Sie laden die Verwandtschaft sonntags zum Kaffee trinken ein. Und was kann da nicht alles passieren? Die lieben Kleinen passen nicht auf mit der Buttercreme-Torte. Und schon ist etwas auf dem Ärmel gelandet, liebe Zuschauer. Ja, also wenn unsere Jessie jetzt das Zeug auf nackter Haut hätte, dann würde ich die Buttercreme natürlich ablecken. Aber so hätte ich natürlich Angst, dass meine heiße Zunge dein Ärmel in Flammen versetzt hat. Ja, sicher, Mr. Nitzke, ganz sicher. Doch was kann ich sonst noch alles passieren, liebe Zuschauer? Dann stolpert zum Beispiel plötzlich die Tante. Die Tante! Mit der Schokoladentorte und flatsch, landet die ganze Schokolade auf dem Ärmel. Wer einen Haushalt hat, weiß, wie schnell das gehen kann. Hahaha, Jessie, wenn ich deinen Arm so sehe, da könnte ich was meinen, du hättest bei Bauer sucht Frau mitgemacht und hast mit der Kuh schon mal gefühlt, ob das Kalb kommt. Ja, sicher. Ah, Sie sehen, meine Damen und Herren, ich habe es heute witzemäßig tierisch drauf. Ja, Mr. Nietzsche. Jessie, willst du bei mir auch schon mal fühlen? Nein, Mr. Nietzsche, heute nicht, wirklich nicht. Jedenfalls dann kommen die Kinder aus dem Garten gerannt. Mutti, Mutti, wir haben frische Heidelbeeren gepflückt. Und sie ahnen es schon. Die Kinder stauben plötzlich und... Oh, landen die ganzen frischen Früchte auf der Bluse, liebe Zuschauer. Ja, schade, liebe Jessie, dass ich bei dir das Reiben nicht übernehmen darf. Ja, nicht nur Jessies tolle Bluse blau, sondern auch mein Auge. Ich nehme an, Jessie, deine Auslage ist stark stromgesichert. Tut mir leid, Mr. Nietzsche. Ich kann gerade nicht so gut zuhören. Denn, liebe Zuschauer, jetzt kommt Ihr Mann aus der Garage und läuft mit einer Wanne voll Altöl durchs Wohnzimmer. Wer kennt das nicht? Der Mann bleibt an der Tischkante hängen und kommt so ganz plötzlich ins Straucheln. Und plötzlich schüttet der liebe Gatte all das Altöl über die Bluse, liebe Zuschauer. Achtung, Ölwechsel, Ölwechsel! Und dann fällt plötzlich eine Schüssel Popcorn, die für den späteren Abend auf den Schrank gestellt wurde, runter. Auch das noch, ich raste aus! Und flüssige Butter natürlich fürs Popcorn. Also, liebe Jessie, bei aller Liebe, ich weiß ja nicht, ob das alles so langsam nicht ein bisschen unrealistisch ist. Oh, wieso denn? Das heißt, Sie wollen nicht demonstrieren, wie der Ehemann kommt und mit der Flasche Hack-Mack-Fleck-Wack-Master das wieder vom Körper rubbelt? Doch. Wo ist die Flasche? Ja, wo ist die Flasche? Wo ist sie denn? Da hinten steht sie. Los, jetzt schnell, bevor die Flecken antrocknen. Oh, Sie sind ja ein Fixer, Mr. Nietzsche. Das war's auch schon wieder für heute, liebe Zuschauer. Vielen Dank fürs Zuschauen und denken Sie daran. Rufen Sie an und sichern Sie sich unsere tollen Angebote zum Schnäppchenpreis. Bis zum nächsten Mal wieder hier bei Teleschiss. Jessie, ich hab die Flasche. Los jetzt. Oh, ich komme.